Ah, jetzt sieht man. Jetzt sehen wir auch unsere. Unsere TP-Anzeigen und so. So, wir müssen in diese Richtung. Haben uns hier durch die Stadt gelootet und müssen eigentlich in die andere Richtung. Ja gut, ist ja wichtig, ne? So ein bisschen was entdecken hier überall. Da sind wir reingekommen, glaube ich, ja. Ja, wir müssen an dieser Stadt eigentlich vorbei. Ja. Wir haben eigentlich jetzt noch den Abstecher gemacht wegen dem Tagebucheintrag. Oh, warte mal, was war hier? Ah, hier kann man irgendwas eben, warte. Bastelbank. So. Gegenstände verwerten. Mal gucken, ob ich meine Rüstung hier. Ah, nee, basteln ist Munition, okay. Ich bin so lange. Okay, warte mal, ich habe hier ein Mini-Quest gefunden, so wie es aussieht. Mama, es tut mir unglaublich leid, So, dass du eigentlich wegen meiner irgendwo was, Forschung wo ich nach diesem. meine. Ich kann auch einfach weiterreden. Nils, überquatscht das einfach. Das ist. Mama, es tut mir unglaublich leid, dass du wegen meiner Forschung an diesem Gesöff süchtig bist. Ich werde mich an den Dreckskerlen vom Marketing rächen, die dafür verantwortlich sind. Das schwöre ich. Hab dich lieb, vermiss dich sehr, Carla. Weil hier ist eine Holzkiste, die ist aber abgesperrt, also verschlossen. Schlüssel erforderlich. Genau, das bedeutet, es muss ja irgendwo einen Schlüssel ergeben. Carla hat den Schlüssel. Also, wir suchen ein Skelett, was ein bisschen weiblich aussieht. Hier neben ist ein Skelett, aber hier sind nur Colaflaschen. Okay, dann ist wahrscheinlich die. Das ist wahrscheinlich denn die Mutter oder was? Gut, das ist ja Hundehütte. Hundehütte ist ja meistens hinterm Wohnhaus, ne? Ja. So, hier ist der Briefkasten von. Ne, steht nicht dran, schade. Hier ist auch zu. Also hier kommt man nirgendwo rein. Höchstens hier noch auf der Terrasse. Nein, auch nicht. Also hier ist nichts. Das ist ja wieder andere. Es muss dieses Grundstück sein, theoretisch. Aber das ist ein geschlossenes Haus. Kann man also nichts machen. Gut, diese und weitere Rätsel gibt es in einer Vollversion. Gut, nee, komm, lass die kleine Nebenquest hier beiseite. Und dann machen wir uns auf den Weg zur großen. Okay. Kurz mal eben kurz Oh, auf Karte bitte gucken. lass mal den Trecker fahren. Na, geht nicht, schade. Trecker Wollen wir fahren. uns an der Straße lang bewegen oder wollen wir querfeldein? Querfeldein kommen wir aber dann gleich zu irgendeinem Markt, aber ich weiß nicht welchen. Also wenn wir jetzt quasi hier über den Hügel rübergehen, kommen wir irgendwie zu so einem Haus noch hin, zu so einem größeren Haus. Ja, dann machen wir das. Ansonsten müssen wir den Sei denn, du Schienen. möchtest das noch nicht entdecken. Doch, lass einfach lang. Immer raus damit. Jetzt Doch. reißt mir, ich bin. Jetzt hab ich die Schnauze voll. Toll, hast du wieder in der Grube gespielt? Ja, ich habe gerade überlegt, ob man einen vaginalen Witz über dieses Loch machen kann, aber dann habe ich es gelassen. So Geologenmuschi oder sowas. Du wolltest es lassen. Ja, stimmt. Ja, das war ja nur ein Wort jetzt. Das war ja noch kein Witz. Ach so, es war noch nicht kein ganzer Witz. Ja, guck mal, das ist das Haus. Mal ein bisschen ablenken hier. Ich nehme jetzt über 4 Stunden schon auf. Ich glaube, das Schneiden, das wird lustig. Das sowieso. So, ich morgen ganz Tag was zu tun. Der Belgi und der Hans war's. Oh, hier sind Gegner vor der Tür. Oh, geil, das ist gut, die geben schön Punkte. Sicherung. Oh, was ist das? Fotorahmen? Hab ich irgendwie.
Upgegradet, Dings sind alles schwarz. Ghule. Und weiß. Es gibt, das strahlt es, hier es, durch. Es gibt also schon Ghule. Okay. Bitte was? Es sind Ghule, die hier krabbeln und fleuchen und. Oh, daneben, scheiße. Lass mich. Schwacher wilder Ghule. Ja, wo ist er? So, und hier ist. Rüstung. Ein Raum, Werkzeug, den man nicht öffnen kann. Doch, über das Terminal. Aber ich habe keinen Hacker-Skill. Hast du einen Hacker-Skill? Nein. Verdammt. Aber warte. Kann man sich den nicht. Kann doch tauschen. Mit Anlauf? Karten. Kann man ja nicht, dann nicht noch tauschen. Nee. Okay, schade. Dann kommen wir da halt nicht rein. Warum wird der Laster, also dieser Laster, wirklich als Laster eigentlich die ganze Zeit angezeigt? Hey, kann man hochgehen noch. Aua, 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 aua. Mann! Was ist los hier bei dir? Ja. Die sehen alle aus wie heißt das? Nicht Zuhälter, Zuhälter? Die Ghule. Türsteher. Nee. Pfaffender. Eieiei. Den Übergang musst du mir mal erklären. Ja, und auch am besten 5. Ich glaube, ich gieße mir auch gleich eine ein. Hier ist eine New Cola. Willst du eine New Cola? Du? Bitte was? Eine New Cola. Willst du eine New Cola? Nö, ich habe hier gerade irgendwas anderes vor mir stehen. Mann, das ist immer mal zum falschen Moment nachladen. So, jetzt aber. Gut, dann nehme ich, glaube ich, die New Cola. Alter, ich glaube, ich verlaufe mich hier schon wieder. Du weißt, wo du bist? Stirb! Hier, stirb! Hier oh, der ist ja ganz schön schnell, du. Herausforderung abgeschlossen. Gottes Willen, ist das schon wieder eine große Bude hier. Ja, eben, sag ich ja. Ich bin hier schon wieder. Blutpaket, Splittermine. Leichte Lederrüstung. Ja. Ein Ghoul hat mich gerade gesehen. Ich wusste doch. Oh. Komm her, lade! Ah, stirb! Du brauchst jetzt nicht antworten von unten. Oh, hier ist alles voller Typen! Ich hab die Lobby gefunden. Was ist das für ein Haus hier? Was war das für ein Haus? Alter! Die sind richtig nervig, die Typen hier, du. Hier gibt's Labortische ohne Ende. Weil hier gibt's Typen ohne Ende hier oben. Bauplan, Laborwerkstatt. Ich habe einen Injektor gefunden, einfach mal so. Ich habe ein Telefon eingesammelt. Das ist schön. Und eine Brille und. Oh, ein Sack. Oh, der ist natürlich wieder leer. Hier ist ein Golfplatz. Ich glaube, das ist hier so eine große Forschungseinrichtung oder sowas gewesen. Ich habe Whisky gefunden. Ich bin. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Oh, shit. Ich bin mal wieder hemmungslos überladen, so wie das aussieht. Ja.
Ich habe die Klos gefunden. Mit einem Loch im Boden. Und, Alter, was ist denn hier? Oh, hier geht noch eine Tür auf. Nein! Ich will hier nicht wieder ich raus. Ich habe, glaube ich, gerade einen Hauptraum gefunden. Oh. Ich kann mich nicht mehr bewegen, ich bin zu schwer. Ich gehe jetzt noch höher. Oh Mann. Ich finde hier nie wieder raus. Nein, nicht runterfallen. Ich habe eine Haarklammer gefunden. Check it out. Was? Ich habe ein Terminal gefunden. Mal gucken, was da drin steht. Testlog. Dateien beschädigt, okay. Also das sieht grundsätzlich aus, als ob die hier irgendein Medikament hergestellt haben. Ein Hacker-Skill, toll. Wachstumshammer, Wachstumsverstärker, Kreatur und Lockmittel. Okay. Von da bin ich gekommen. Hier geht's auch runter. Komme ich da noch höher? Das ist ein Forschungszentrum oder so, ne? Ja, das ist irgendwie Forschung und so wie es aussieht auch schon direkte Herstellung von irgendwelchen Zeug. Aha, ich bin von hinten rum in den abgeschlossenen Raum gekommen. Back jetzt? Ja. Mit dem Dietrich. Richtig. Und hier sind andere Spieler. Ja, das ist mir egal. Ach so. Ich habe jetzt den Fusionskern geklaut. Hm. Die Frage ist jetzt, wie komme ich zu dir? Na, gibt's reichlich schöne Sachen, ne? Mhm. Toll. Ich sehe dich. Aber wie du da hingekommen bist? Hier ist an der Seite ist noch eine Tür. Die habe ich mit einer Haarklammer aufgemacht. Von außen? Ja. Na, bin ich schon wieder aus dem Spiel geflogen. Echt? Schon wieder? Nee, doch nicht. Alter. Mega Lag. Ich bin jetzt außen, aber ich habe keine Ahnung, wie du da hingekommen bist. Ja, ich bin aus. Ich musste auch einen merkwürdigen Weg gelaufen. Direkt nachvollziehen kann ich dir wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr. Na super. Aber was ist denn jetzt hier? Wieso leckt das denn jetzt so? Ja, das Ganze, das leckt bei mir auch. Davon abgesehen.
Ich habe eine Wackelpuppe gefunden. Ah, jetzt weiß ich, jetzt habe ich die Lobby schon mal gefunden. Hey, ich bin da. Ist das der Raum hier? Nee, hier, warte. Hier ist er. Und ich glaube, ich muss... Ja. Man kann den Sequenzer gerade nicht aktivieren. Warum auch immer. Wahrscheinlich eine Quest, die wir schon vorher angenommen haben, ohne dass wir sie annehmen konnten eigentlich. Ja, bestimmt. Wieder geschummelt. Ja, ich habe ja auch im Regal Rezepte gefunden, die wahrscheinlich mit diesem Sequenzierer zusammenarbeiten. Aber der Sequenzierer ist ja halt im Moment nicht aktiv. Deswegen vermute ich mal, dass man die Quest irgendwann noch kriegt, das Zeug herstellen muss und dann funktioniert das erst. Grob über den Daumen vermutet jetzt. Männer fragt, was wir zocken. Mhm. So, ich muss Zeug loswerden. Ach Mann. Nein, was hab ich denn jetzt gemacht? Ach. Ach, Mann, schaut gerade zu. Hallo. Hat er geschrieben? Nö. Nee, aber er hat im Chat hat er nicht geschrieben, aber er hat mir auf dem Handy geschrieben, dass er gerade zuschaut. Hallo. 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 Golfschläger. So, ich brauche noch Wasser. Wasser. Haben wir mal das abgekochte. Scheiße, ist das Red. Doch einmal abgekocht, das muss ich trinken. So, bin ich immer noch überladen? Nein, noch nicht. Gut. Modifizieren, reparieren. Er hämmert sich da fleißig einen ab. Ja. Kann man auch irgendwie wieder falsch verstehen, ne? Nein, nur du. Du hast gelacht, also auch. Gib's doch zu. Ja, okay. Übergeredet. So, jetzt muss ich nochmal eben meine Rüstung hier. Ich habe eine Leichtbau-Lederrüstung. Bein links. Lederrüstung linkes Bein. Kann ich die andere ja auch zerschrotten jetzt hier, ne? Ja. Na, respawnen sie langsam? Ja, scheint so, ne? Zombies, die auf einen schießen. Das habe ich auch noch nie erlebt. Und überall liegen Injektoren rum. Also bestimmt kann man hier nachher irgendwelche tollen Chemiezeugwaffen herstellen. Ich habe noch keine Injektoren gesammelt, glaube ich. Kickball, na super. Und ein Hundenapf. Finde den Fehler. Ich finde wieder so einen Schrott hier, du. Wieso leuchtet da ein rotes Herz? Bist du das? Nee, der, hier ist einer gestorben. Ein anderer Spieler. Aber ich kann dem jetzt gerade nicht helfen. Jedenfalls zeigt er. Ich kann ihn looten. Ja, looten kann ich auch. Und wer schießt hier noch?
Ach, von oben. Ich hab keine Muni mehr. Hey. Toll, den wollte ich gerade. Na. Aber irgendwo ist ja noch einer. Gott, das wird, wie viel Zeug die haben. Ich kann gleich wieder nicht laufen. Ja, der ist oben bestimmt. Ist wieder ein Terminal. Ja. Ach, diese Waffe. Hey, was? Wo, wie, wo, wer? Da. Alter, du bist fast tot. Was? Du, fast tot. Nö. Wird mir aber hier angezeigt, dass du fast tot bist. Bist du fast tot, aber ich... Dass du sau wenig Energie hast. Ja, das ja. Gib mir mal eine Spritze, so. Was die hier alles haben. Yes. Die haben wahnsinnig viel Zeug, ey. Irgendwas schießt da hier noch. Knatter, knatter. Kaffeekanne. Die brauche ich. Kaffeekanne. Männer, hier gibt's eine Kaffeekanne. Kaffeetasse, bitte. Mehr gibt's nicht hier, du. Mein Abend ist gerettet. Aber wo schießen sie denn? Ich glaube immer noch oben auf dem... Der andere wahrscheinlich, ne? Den wir... Bist du schon wieder am Schloss knacken? Ja. Und? Ich habe nur noch eine Haarklammer und hier ist noch ein Safe. Oh, vielleicht soll ich auch mal ein Safe machen, ne? Nein, ich habe keine Haarklammer mehr. Ja. Ich habe das noch nie gemacht. Du musst die Haarklammer... Kannst du mit der Maus hin und her bewegen und dann mit W und S kannst du versuchen, dass, ob das Schloss aufgeht. Und wenn das anfängt zu zittern, musst du aufhören, das zu bewegen, weil sonst bricht die Haarklammer dir ab. Ja, danke. Ja, du hast natürlich schon versucht, ohne mir zuzuhören, ne? Ja, yeah, ich hab's aufgekriegt. Schön, was war drin? keine Ahnung, ich hab immer E gedrückt. Achso. Ich komme, langsam. Ich hab eine Splittermine. Jagdgewehr Stufe 5, das hatte ich doch schon. Jagdgewehr, Silber, technische Datenfokusgeld. Pistole, da hinten ist ein Gegner. Ach ne, ein Mitspieler, Entschuldigung. Ich hab ihn nur komisch gesehen. Der Olli. Komisch gesehen, okay. Ja, ich hab durch die Kamera geguckt. Pistole, Stufe 5, die ist. Besser mit. Ach nein. Ach, Entschuldigung. Ich habe eine Pumpgun gefunden. Was? Ja, ich habe eine Pumpgun gefunden. Pumpgun? Eine Pumpe? Eine Pumpe. Wo ist die denn jetzt her? Weiß ich nicht. Hab ich gefunden. Wie weißt du nicht? Weiß ich nicht, hab ich gefunden. Guck mal, hier ist der der Schrank ist noch voll hier. Pumpe, jetzt habe ich sie auch gefunden. Der Safe. Ah, siehst du. Ja. Da war sie her. Ja, bitte. Männer hat mir schon wieder irgendwas geschrieben. Warum schreibt er nicht in Chat? Das weiß ich nicht, er traut sich vielleicht nicht. Oh. Kurzpumpe. Geil. Ich glaube, er ist auch gar nicht mehr im Chat jetzt. Nö, 4 Viewer. Geil, aber ich bin überladen. Völlig überladen, ich auch. Ich habe aber nur 4 Schuss für die Pumpe. Ja, viel habe ich auch nicht. Was wiegt denn hier so viel, verdammt? Ja, das Kampfmesser kann ich jetzt mittlerweile mal wegschmeißen. Schrotpatronen. Oh, guck mal, hier sind Schrotpatronen. Oh, sind schon weg. Was war das denn? War voll so ein Gehirn.
Klecks oder sowas. Gehirnklecks, ja, ist klar. Hm? Ja, so eine Gehirnmasse. Gehirnklecks, ne? Ah, ach, egal. Was wiegt denn hier so viel, verdammt? Sieben, drei. Oh, hier geht's rauf. Ach so, er ist nicht bei Twitch angemeldet, deswegen kann er natürlich auch nicht schreiben. Boah. Holzblock und eine ID, ja bitte. Die können nicht so viel wiegen. Red X. Hä? Nein! Bin ich wieder runtergefallen. Hm. Irgendjemand spricht hier doch noch. Ja, ich bin oben auf dem Dach und ich vermute mal, da ist er irgendwo, aber... Ja, da war ich eben auch schon. Ja? Weiß mal, die scheiß Musicbox aus ist, nervt. Oh, da hat einer irgendwo eine Atombombe ausgelöst. Ja? Hört sich jedenfalls so an. Große Explosion. Da gab es doch irgendwo... Unten, wo wir eben in dem Geheimraum waren, auseinandernehmen, ne? Ja, du kamst gerade abgehackt, was? Was? Du kamst gerade eben abgehackt. In dem einen Raum, in dem wir eben ein. Schon wieder? Und bricht bestimmt meine Verbindung gleich zusammen. Hm. Ich glaube, ich habe zu viel Essen mit. Ich habe 17 Stimpacks. Okay, da kann ich mal eins von nehmen. Okay, das geht weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Ich hab's gegessen. Der Wein kann weg. Der Wodka kann weg, dass ich das nochmal sage. Das nicht sortieren. Ja. Ah, jetzt bin ich komplett überladen. Ja, ich auch, deswegen so Gewicht nach Gewicht sortieren. Alles klar. Das leuchtende Fleisch wiegt 2. Okay, weg damit. Gegrillter Hirsch. Wie komme ich jetzt in diese komischen Raum da wieder rein? Damit. Okay. Ah, hier lang, glaube ich. Köterkeule weg. 6 Stück. Jawohl. Ja. Oh, auch die Sherry wiegt auch so viel. Oder? Bin ich jetzt schon wieder falsch? Oh. Ah, ich würde noch was essen. Essen ist gut. Trinken muss ich unbedingt. Burden. Ich glaube, ich muss gleich echt mal irgendwo eine Kiste aufsuchen und Zeug loswerden.
Spread the Way, jetzt habe ich's verstanden. Okay. X Spread the Way, ja, langsam. Jetzt ist dämmert. Ja, jetzt. Gut. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. So, das haben wir mal wieder alles gut gemacht. Insta-Püree. Das ist von Instagram, das Püree. Genau. New River Red Ale. So, ich bin jetzt wieder bei dir. Ja, ich suche immer noch, wie ich in diesen Raum reinkomme. Hier. Da runter und dann direkt umdrehen und... Oh. Brechen. Ich habe 3 Impro-Pistolen. Ja, dann schmeißt du mal 2 davon alles weg. Level 5. Ich verwerte die einfach. Oder verwerten, das ist egal. Hauptsache weg. Kostet ja nur Gewicht. Revolver oder Pistole? Was ist besser? Was ist stärker? Steht ja da. Ja. Mistgabel. Macht immer einen Schaden von 28, du. Ich habe 2 Pumpguns. Okay. Ich habe eine Pistole mit so einem Sniper-Visier-Aufsatz oben drauf, wo auch immer ich die her habe. Gefunden wahrscheinlich. Sieht extrem komisch aus. Oh, ich habe ein Level 5er Brustteil. Geil. So, jetzt muss ich immer mal wieder alles ein bisschen umbauen. Kleidung. So, ich bin draußen vor der Tür und dann warte dann schon mal wieder, ne? Ja, bin sofort bei dir. Ah, brechen. Hier sind auch noch Autos. Die kann man doch bestimmt auch noch looten. Cedrics Liste. Cedric hat also eine Liste.
Okay. Ich habe Cedric gefunden und Cedric hat einen Bunker. Oder Elena hat einen Bunker und Cedric war da Mitglied in dem Bunker. Ist er hier irgendwo in der Nähe? Ne, auch da hinten. Nee, doch nicht. Oh, ich könnte theoretisch robuste Kleidung herstellen. Ach, da hinten ist der ganz. Alter Schwede. Meine Stufe ist zu niedrig. Ich hatte jetzt vermutet, dass sie in der Beta-Version die ganze Karte noch gar nicht erkundbar ist. Ich habe mich geirrt. Ich habe gerade eine Quest, die ist fast am Ende der Karte. Das wollte ich nicht. Machst du das hier etwa gerade? Nein. Warum zeigt er mir die nicht von Wendel mal an? Nur Quatsch. Wie komme ich hier wieder raus? Wahrscheinlich nach oben. Ja, also. Mal gucken, Kettenreaktion, geht das? Was kann ich denn hier Schönes herstellen? Nichts. Verschießt du schon wieder deine Munition, oder? Nein, ich schieße auf Autos, bis sie brennen und warte, dass sie explodieren. Ist doch völlig normal. Ein normaler Dienstag halt. Wir sind Hunde. Ich habe Gude angelockt. Aua! Hä? Von oben! Mann! Wo kommen die ganzen scheiß Hunde her, ey? Ja, die sind wahrscheinlich respawned jetzt. Alter. Das ist der. Wo bist du denn? Ich bin hier dahin. Oben. Okay, ja. Jetzt. Das Visier ist der Hammer, Alter. Da kannst du richtig gut mit anvisieren. Also okay. Richtig weit vor allen Dingen. So, gut. Wir müssen in diese Richtung immer noch. Oh, Notsignal gefunden. Notsignal gefunden? Mhm, im Radio. Radio? Responder Notfallsignal. Also, das Radiosignal hat nur gesagt, dass wir zum Flughafen kommen sollen und alle Waffen mitnehmen sollen, die wir haben.
Weil da, weißt du, da ist Highlife gerade. Ich habe gar keinen Platz für das Fleisch. Ich schon. Schon wieder überladen. Oh nee, doch nicht. Ha. Ich muss mal was essen. Wo ist es denn? Ich brauche dringend so eine Kiste. Jetzt sind wir dann eigentlich schon. Aber wir sind gar nicht mal so weit weg, okay. Wir kommen jetzt in ein neues Gebiet, was viele, viele Events wieder hat, sehe ich gerade. Event, Speisung der Hungrigen und wieder auf Streife, okay. Bin komplett überladen. Im Prinzip. Also ich kann nur noch langsam laufen. Und dann schmeiß irgendwas weg. Nein. Nein! Niemals! Niemals! Oh, ein Kaninchen. Kaninchen! Okay, das schreit nach einem Granateneinsatz. Kann ich. Warte, habe ich Granate ausgerüstet? Oh, ich muss was wegschmeißen. Waffe. Splittergranate. Scheiße, gesehen. Verdammt! Ich hab ein Signal gefunden. Oh, ich hab Ghule gefunden. Die irgendwie gehen die nicht kaputt gerade bei mir. Jetzt schießt er die ganze Zeit daneben. Geht doch. Meine Munition ist alle. Zahnpasta, yeah! Ich wollte eigentlich eine schöne Granate reinschmeißen, bis wir gemerkt haben, dass ich keine Granate schmeißen kann, weil ich nicht weiß, wie ich eine Granate schmeißen kann. Macht das Sinn? Ja, macht Sinn. So, Einstellung. Wie kann ich Granaten schmeißen? Steuerung. Zielen, aktivieren, springen. Kann man das nicht schmeißen wie die anderen? Wie schmeißen wie die anderen? Ja, auswählen über das Steuerrad. Nee, kann man nicht. Wahrscheinlich auf 3 oder je nachdem, wo du es draufgelegt hast. Ja, aber wenn ich. Also normalerweise ist es ja G, aber G ist halt, da machst du hier halt, yay. Gut. Oder. Wie auch immer, das Zeug. Deswegen wollte ich gerade gucken. Wie das geht. Granaten schmeißen. Das muss ja irgendwo in der Einstellung stehen. Steuerung. Zielen, aktivieren, schlagen, Angriff, Granate. Linke Alt-Taste. So ein Quatsch. Das muss auf G. Das und die. Oh, 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 ich hab sie geschmissen. Nein! Okay, das war ja süß. Das ist halt eine Granate. Ich dachte mal, was passiert. Ja. So ein kleines Puff. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hier in der Stadt hin? Was wollen wir zuerst? Zur Highschool oder zum Flughafen? Also ich brauche unbedingt Munition. Welche denn? Das eine war Pumpe 44er. Dann bleib stehen. 44er, habe ich nur 13 Stück. Ah, dann lass. Ich habe ja noch die andere 166 hier. Und was habe ich das noch? Das Gewehr? Jagdgewehr habe ich auch noch. Auto? Was heißt denn jetzt Auto? Wenn du auf das Auto schießt, dann explodiert es irgendwann. Ach so. Lol, was heißt denn jetzt Auto?
Nils? Ja? Ja, ich hab hier nur gerade Besuch. Oh, daneben geschossen. Hallo? Blödes Typ-Ding da. Oh, eine Glühbirne. Oh. Also so toll die auch ist, aber sie ist irgendwie was Jagdgewehrs, kann man auf die Entfernung machen, aber nicht. Ja, ich muss dieses Radio wieder ausmachen. Oh, eine Elferkugel, ja. Um Whisky Burger, alles da. Dungeon. Wollen wir da oben mal reingehen? Morgentown. Ich glaube, das ist die Highschool, da müssen wir auch rein. Und hier ist irgendwo ein Vault in der Nähe, sehe ich das gerade richtig? Oh, ich bin hier reingegangen. Ach, das ist die Universität, Vault-Tech-Universität. Ja. Das ist auch eine Ladesequenz. Mhm, dann komm mal mit rein. Oh. Ich bräuchte eigentlich mal eine Pause vom Spiel, so ungefähr. So 4,5 Stunden ist eigentlich schon... Oh. Ja, in einer halben Stunde bin ich eh off. Und so. Ich muss ja leider arbeiten morgen. Ja, ja, richtig. Hm. Tut mir leid. Tut mich auch. Tut mir echt leid. Ja, morgen Abend bin ich wieder da. Mhm. Und dann... Tut dir leid. Können wir wahrscheinlich auch nicht spielen, ne? Warum nicht? Ich glaube, morgen ist noch kein Beta-Termin. Doch. Ja? Ja, hab ich doch geschickt, oder nicht? Ja, aber morgen Abend? Morgen Abend, von 0 bis 2 Uhr morgens oder so. Okay. Hier ist eine Rüstungswerkstatt. Aber ich hab das ja gerade erst alles abgelevelt. Ich hab hier so viel... Er ist der Ford Boy oder wie heißt das Typ, das Männchen? Muss ich schon wieder gucken. Oh, das ist ja schon so eine abgewertete Rüstung nur. Oh, ein Pümpel, ich hab einen Pümpel. Menne freut sich, dass die Zombies Kippen dabei haben. Bitte was? Menne freut sich, dass die Zombies Kippen dabei haben. Ah. Guckt er immer noch zu. Anscheinend. Hallo. Ich muss gewichtlos werden, verdammt. Das habe ich ja schon öfters mal gesagt, aber... Fick. Wenn du das jetzt selbst so einsiehst, ist ja okay. Wo sagst du, ist die Bank? Die Werkbank? Da, rechter Raum irgendwo. Oh, hier ist ein Tagebuch. Stirb, 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 Alter.
klopfst du dir wieder ein. Ja. Hier oben ist auch was. Waffenwerkbank. Das ist gut, aber warum muss ich unbedingt gleich hin? Wo ist oben? Da ist oben. Jagdgewehr verlängert, verlängerten Lauf aufgebaut. Das hatte ich auch schon mal gemacht zwischendurch. Aber ich brauche Munition, das ist viel schlimmer. Ah, hier liegt wieder so ein scheiß Typ rum, ey. Ich kann nichts verbessern. Skalpell, ich brauche Munition. Hundenapf. Yeah. Toaster. Yeah. Rezeptgebratene Radkrötenschenkel. Ja. Wollte ich schon immer mal essen. Echt? Nö. Hm. Aber ist bestimmt informativ, sinnvoll hier. Auch ein Glaskrugteller. Schneidbrett. Trinkglas. Brotkasten. Salz mit Salz, du. Ich habe den vierten Eintrag schon gefunden. Ja. Was hast du? Ich habe den vierten Eintrag schon gefunden vom Aufseherlogbuch. Ja, den habe ich auch schon. Aber den dritten haben wir irgendwie noch nicht. Ja, weil der ist in der Highschool. Dann wäre das hier. Ah, okay. Hat er den Mumm, sich auf die Suche nach mir zu begeben. Gut, dass Sie nach mir suchen. Um ehrlich zu sein, benötige ich Ihre Hilfe. Ich habe eine Aufgabe erhalten und beschlossen, gegen das Protokoll zu verstoßen, indem ich Ihnen davon berichte. Denn wenn ich eines in den letzten Jahren gelernt habe, dann, dass wir uns aufeinander verlassen müssen. Es gab in Appalachia 3 aktive Atomraketensilos, bevor die... Das habe ich doch schon gehört. Die Welt wurde schon einmal in die Luft gejagt. Das darf nicht nochmal passieren. Also müssen wir alle Silos finden und sichern. Oder bei dem Versuch drauf. Toll. Ich meinen ganzen Schrott verwertet und jetzt gehe ich hier wieder lang und finde wieder noch die Hälfte. Aber mittlerweile. Ah, hier kann man auch Rüstungswerkbank Schrott verwerten. Ja,
Oh, wieder Schrott, her damit, komm. Hm. 4 Jahre lang drehte sich alles nur um Vortech. Stuhl, sitzen. Hervorragende Noten und trug beim Abschluss den Aufseheranzug. Papa war so stolz auf mich. Er kam, obwohl er schon krank war. Ich hatte wohl die richtigen Leute beeindruckt, da mir der Aufseherposten angeboten Tür wurde. Öffnen. Ich war gerade erst mit der Uni fertig. Sowas dauert eigentlich Jahre. Oder doch? Vielleicht wussten sie, dass der Krieg unvermeidlich war. Als ich erfuhr, dass Vault 76 gebaut werden würde, freute ich mich so sehr, dass ich aufsprang und durchs Wohnzimmer tanzte. Appalachia würde sicher sein, was auch geschehen sollte. Ausholen. Genau in dem Augenblick machte Alan mir einen Antrag, dieser Dummkopf. Er wusste, dass ich nicht Nein sagen würde. Mir vor wie so ein Müllsammler, ey. Ja. Du auch? Nö. Oder ich bin einer. Ich versuche ja auch rauszufinden, was hier bei mir so schwer ist, aber. Irgendwie. Sag ja, du solltest öfters zum Sport gehen. Oh, weißt du. Der gleiche Witz dreimal in einer Stunde ist irgendwie langweilig. Nein. Frag mal Mende. Hat der zugehört, brauche ich nicht fragen. Was der davon hält, meine ich. Ach so. So. I think that was it. Hier war ich auch schon. Oh, ich steige jetzt langsam echt nicht mehr durch, ob ich hier schon war oder nicht war. Mhm. Hier muss ich wieder Hacker-Skill haben. Tragbarer Treibstofftank. Soll ich den mitnehmen? Nein. Ach mal, ich schieß da mal drauf. Mal gucken, was passiert. Also ich glaube, ich habe jetzt hier... Bist du hier noch drin? Ja, ne? Ich bin im Bunker unten. Wie bist du denn da hingekommen? Da ist so ein... irgendwo ist eine kleine Tür, die leuchtet recht rot. Da Exit. Nicht die Tür leuchtet ist rot, sondern das leuchtet da rot. Und dann kommst du in so einen Anschauungsbunker, also so ein Probebunker quasi, kommst du dann ja da rein. Hier ist zwar nicht so viel, so wie das aussieht, hier kann man sich aber, also so ein paar... Bin schon wieder überladen. Ich auch. Sobald ich eine Sache einsammle, bin ich wieder überladen, ja. Ich glaube, das liegt bei mir aber daran, dass ich noch so viel Fleisch in der Tasche habe. Aber ich könnte mal wieder was trinken. Nicht, dass das hier weitläufig wäre oder so. Oh, Korken. Tragbarer Treibstofftank, den habe ich mal eingesteckt. Und wir können ihn mal jagen. Nö. Stange Zigaretten. Lupe? Immer hier einmal.
Also ich glaube, wir können hier wieder raus. Ich habe Bier gefunden. Das ist irgendwie nicht so interessant alles. Super Kleber ist auch immer nicht verkehrt. Ja, den brauchen wir häufiger. Hier kann man sich wirklich gut verlaufen, oder? Ich bin... Scheiße, Mann, an? Ach, nö. Unzugänglich. Fuck. Ich hänge irgendwie fest. Wahrscheinlich in einer Einstiegssequenz in eine Power-Rüstung. Hm. Auslocken, neu starten. Ah, doof. Das hat bestimmt einer mit Absicht gemacht. Todeskrallenklaue. Die Todeskralle ist das eine der, ist das stärkste, quasi die stärkste Mutation im Spiel. Hä, wo bin ich denn jetzt hier? Ich glaube, jetzt habe ich mich ernsthaft wirklich verlaufen. Hier bin ich hier nicht rein. Geht höher. Ich komme hier echt gerade nicht wieder raus, so ein Scheiß. Hilfe, Mann. Also ich komme hier nicht wieder raus. Okay. Also da muss ich mich tatsächlich jetzt ausloggen. Ich habe eine Haarklammer bekommen. Sehr gut. Gut, ich logge mich eben kurz aus und bin gleich wieder da und drin. Jupp. Beenden. Und ich werde zum immer mehr überladen. Menü. Ja, Team verlassen. Kannst dich doch zu mir teleportieren. Ging das nicht? Nee, wir sind im Haus. Es ging gerade so überhaupt nicht. Ich konnte fast auf kein Menü zugreifen. Du bist jetzt Teamleiter. Nein! Ich hab Feierabend. Mhm. Ist es. Okay, das war eine Sackgasse. Oh, hier. Ja, 155 kann ich zuladen. Ich habe 288. Hm. Könnte etwas viel sein. Ein bisschen. Ups. Puff. Darauf verschluckt er sich jetzt. Ja, Hobby. Verdammt. Aha. Ich hab irgendwas. Tür wird verriegelt. Hm. Komme ich jetzt hier nicht wieder raus? Ja, ernsthaft? Wie behindert ist das denn? Oh Mann. Ich bin jetzt vor der Universität, aber ich sehe dich leider nicht. Beispielsweise, ich gehöre irgendwie nicht zu deinem Team. Tür wird geöffnet. Sozial. Freunde. Beitreten. Ich bin einfach mal in einer anderen Welt geturnt. Okay. Gut, jetzt turnt er hoffentlich wieder in deiner Welt. Also ich wollte das nicht machen, bei mir ging das so. Ja, bei mir ist er erstmal in der nächsten verfügbaren Welt reingegangen. So schlimm. Ja, gerade ganz heftig verschluckt. So, sehen tue ich dich immer noch nicht. Was ich mit der Haarklammer machen kann, Mende. Irgendwann gefragt. Damit kann man die Safes und sowas aufnehmen. Das ist eine Art Diebrich. Kannst du die nicht bei Discord mit reinnehmen? Ist er da? Discord hat er doch. Nein, ist er nicht. Er ist unten bei World of Tanks drin, kannst du ihn doch hochziehen. Was kann ich gleich tun, wenn er dann... Ach, ich muss erstmal gerade klarkommen, dass... Ich sehe dich nicht, wo bist du? Wenn ich mich zu dir teleportiere, steht...
Ich kann Schnellreise machen, ich kann dich aber ins Team auch einladen. Merkwürdigerweise. Obwohl wir eigentlich schon. Esk möchte, dass du da ein Team beitrittst. Nee, will ich nicht. Nachher fliege ich hier raus oder so. Ja, ich sehe dich. Du bist ja auf der Karte. Wir sind ja auf dem gleichen Server. Aber. Team, Freunde. Lad mich doch einfach ein. Team-Einladung annehmen. Oder so. Jetzt sehe ich dich auch wieder. Ja. Du bist zwar jetzt wahrscheinlich noch im Haus drin, aber jetzt sehe ich dich wenigstens wieder unten angezeigt. Was? Ich habe echt überhaupt keinen Plan. Warum bin ich bloß in diesen Bunker reingegangen? Dann teleportiere dich doch jetzt einfach zu mir. Nein, ich erforsche hier noch. Okay, er steht draußen vor der Tür. Cafeteria-Tabletts muss ich noch einsammeln. Klar, extrem wichtig, ja. Ja, hallo, das sind alles Sachen, die man zu Dingeskirchen umrüsten kann hier, oder wie heißt das? Umwerten, verwerten. Das musst du nachher rausschneiden, verwerten, so. Tür öffnen. Okay, ich soll ihn hochziehen. Gut, dauert einen kleinen Moment, weil ich muss erstmal wieder umschwenken und meine Fenster hin und her machen, aber dann geht das gleich los. So. Mhm. Ja, ich kann nicht einfach jetzt den Desktop wechseln, weil dann sehen die Leute meinen Desktop. Deswegen muss ich erst wieder in einen anderen Bildschirm wechseln, damit ich dann... Oh, wo kommen jetzt die ganzen... Ah, nein! Wo kommen die denn jetzt alle her? Oh, das ist übel. Oh. Das werde ich nicht überleben. So, hallo und guten Abend. Ja, ich werde sterben. Überladen durch die Gegend laufen. Zombies abschießen. So höre ich euch jetzt doppelt, warte mal. Du musst den links ausmachen. Oh. Ich muss hier weg. Ja, gleich bin ich tot. Ja, du teleportier dich zu mir, dann wäre das nicht passiert. Ich kann mich nicht zu dir teleportieren. Weil du im Kampf bist jetzt. Weiß ich nicht. Ich hab's versucht, er hat's gar nicht erst angezeigt. So. Nein. Und meine schönen leisen Computer jetzt hört, ne? Ja. Cool. Boah, wie hab ich das denn jetzt geschafft? Heidewitzka. Jetzt geht's rum. Oh. Jetzt kommen sie doch noch wieder an. Ich habe noch keine Munition. Darf ich jetzt meine ganzen Leichen looten hier? Das waren einige. Mindestens 10. Oh. Da kommen noch mehr.
Oh, ich habe glaube ich den Ausgang gefunden. Das ist, klingt gut. Ich gehe jetzt aber wieder rein, um die Sachen zu looten. Hm. A-Klammer, yeah! Noch eine. Die Gefahr ist natürlich wieder groß, dass sie gleich wieder neu spawnen hier. Möglich. Wo bist du denn? Kommst du rein? Nö. Nee, ich bin draußen vor der Tür und mache hier auch noch ein paar Abschüsse. Warte eigentlich auf dich. Aha. Damit wir weiter zur Highschool können. Ich versuche mal, ob ich den Ausgang finde. Wieder. Hier ist ein anderer Spieler. Ah ja, ich habe den Ausgang gefunden. Wird doch gerade wieder hell draußen. Powerrüstung. Ach, da bist du für einen festgepackt. Ja, nicht in die Powerrüstung versuchen einzusteigen. Obwohl es verlockend ist, weil die ist echt stark, so eine Powerrüstung, aber... So, ich gehe bei Apalachi raus. Ja, da bist du. Ja, Apalachi ist die ganze Region, in der wir sind. So heißt das hier. Ja, war auch gut, ne? Stufe 7 bin ich schon. Was bist du? 7. Einfach so? Ja. Da kommt er gleich raus. Ich muss aber noch den Level-Up da freischalten. Ja, bei mir dauert es jetzt dafür wieder ein bisschen. Das war aber echt ziemlich hart gerade. Also ich glaube, ich habe wirklich alles, was ich an Munition hatte, verballert. Obwohl du ja eigentlich gerade Munition gesucht hast. Ja. Ich habe diese Einschusspistole gehabt. Das hat es jetzt auch nicht unbedingt einfacher gemacht. Das stimmt. Gegen diese Horde zu kämpfen. Da ist einer. Schieß. Ja, ich lad nach. Schieß. Schieß. Oh. Schieß. Schade, ich dachte eigentlich, du bist da und er greift dich gleich an oder so. Ja. Ich muss jetzt erstmal aufsteigen hier. Was fehlte mir denn noch? Ich glaube Agility. Agility. Ich schieße jetzt gerade echt scheiße. Nahrungsmittel und Getränke wiegen 30% wenig. Das nehmen wir doch. Ja, die wiegen aber sowieso nicht so viel.
Sollte vielleicht mal eine Waffe nehmen, die ein bisschen schneller durchlädt. Nicht, oh, und, nicht und nicht ein Repetiergewehr. Bitteschön, dankeschön. Ja, danke. Es wäre gut, wenn ich irgendwo mal irgendwas an Gewicht abschmeißen könnte. Das muss ich auch. Nicht nur abschmeißen, sondern tatsächlich irgendwie verwerten könnte, aber... Das muss ich auch grundsätzlich. Ist ein bisschen Hundefutter in der Dose, willst du? Oh, shit. Der ist noch gar nicht tot. Jetzt schon. Schachbrett, wow. Ist das hier ein Camp oder was? Sieht so aus, so ein Auffanglager oder sowas. Ja. Die Sonne blendet dezent. Oh, ich kann jetzt die ganze Nacht weiterspielen. Ich komme morgen nicht mehr, ne? Mhm. Gib ich so weiter. Gib ich so weiter. Bin krank. Du musst dich mal heilen. Oh, hier ist eine junge Frau mit einem beschädigten Holoband und einem abgetragenen Schleier. Kontrollpunkt. Alter, die rennen ja wie wild, ey. Wo ist er? Da ist er. Boah, ich habe eine doppelläufige Schrotflinte. Schön. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Doppelläufige Jagdflinte heißt das. In Fachkreisen auch manchmal Bärentöter genannt. Wieso geht das Schloss nicht auf? Jetzt. Banden sind unterwegs. Wir müssen der Orden. Das Riverside Anwesen. Alter. Da liegt ein gegrillter Hotdog, okay. Also irgendwie dafür, dass ich das Schloss geknackt habe, war jetzt hier nichts Gescheites. Ah, hier oben. Jagdgewehr. Fernglas. Geht doch. Thron. Aber das Fernglas funktioniert irgendwie nicht. Musst du durchgucken. Oh, das ist wahrscheinlich... Ah, es kann sein, dass es kaputt ist. Die doppelläufige Schrotflinte zeigt er mir auch als... Alter! Was war das gerade? Mein Telefon. Bisschen laut. So, sortieren nach Gewicht. Jetzt werden wir das rausschmeißen, was hier so viel wiegt. Bourbon. Bourbon brauche ich nicht. Wie kann man dann sortieren nach Gewicht? Mit Q. Wenn du in den Menüs bist, kannst du mit Q die Sortierung ändern. So, dann muss ich Wasser trinken. So. B.
Baseballgranate. Gewicht 1. Das Jagdgewehr, Gewicht 6. Wiegt als viel zu viel. Ja, ist das noch so weit weg, oder? Ist das? So, ich mache mich jetzt auf den Weg zur Schule, wo wir eigentlich schon vor 2 Stunden wollten. Ja, doch. Ja, doch. Hotdog. Hunde von da aus der Dose. Ich suche die Leiche. Bin immer noch überladen. Bis ich gerade anzünden. Ich will die anzünden. Ja, ja. Dass sie sich im letzten Moment immer bewegen in die andere Richtung. Ich habe nur noch 3 Schuss für die Schrott. Ist das da unten die Highschool? Ja, da unten ist die Highschool. Immer noch überladen. Habe ich dich tatsächlich im Level eingeholt? Ja, überholt. Auf dem Dach ist nichts. Was machst du denn die ganze Zeit? Ja, ich habe einmal das Problem gehabt, dass ich ja in der Power-Rüstung versteckte und da hat er einen Haufen Gegner gehabt. Also hat er ordentlich EP sammeln können. Ich leide an Blutwürmern, habe ich gerade als Meldung gekriegt. Du bist auch so ein Blutwurm. Ich weiß nicht, was das ist. Wie kriege ich das geheilt, ist die Frage. Hm, aber. So, Effekte. Okay, ich zusätzlich. Ach ja, Knochenwürmern, okay. Natürlich. Lauf bei dir. Knochenwürmer. So, und wie kriege ich das weg? Nicht. Doch. Ich hab schon. Nein. Doch, hat die Fresse. Warum wirst du gleich wieder ausfallen? Ich will so fressen. So, Heilmittel. Ich hab nämlich ein Heilmittel. So, jetzt habe ich nämlich nichts mehr. Whisky. Ja, das ist auch ein Heilmittel, aber für was anderes. So, wollen wir rein, oder? Ja, ich muss noch was trinken kurz. Okay, dann. Prost. Ja, ich wollte gerade sagen, dann koche ich, aber kann ich gar nicht. Eichhörnchen am Stiel nochmal schnell gegessen. Bin immer noch überladen. Vorne rein oder hier hinten rein? Oh, ich habe ein neues Rezept, warte. Ja, du, Ja, gut, hier rein. Irgendwo, wo ich nicht so weit laufen muss. Gut, also gar nicht rein. Öffnen. Wir sind, was ist Ihr das? Ihr werdet alle sterben. Ja, wahrscheinlich. Stimmt. Auch noch Munition.
Ich hätte ihn fast erschossen, ey. Kannst du nicht. Ofenhandschuh, ja, den brauche ich. Ich habe noch zwei Essensrezepte gehabt eben. Muss ich noch mal eben kurz lernen. Habe ich jetzt den falschen eingesammelt oder noch gar keinen gesammelt? Black. Oh, Level 7, da ist er. Kaugummi. Zigaretten, Zigaretten. Seife. Kippen gehen immer. Mob. Willst du wischen, ne? Ich will mich auch nicht waschen. Baseballhandschuh. Und dann wundere ich mich, dass ich überladen bin. Wir müssen gleich wieder raus, kann das sein? Ja, da werden jetzt die anderen Sachen hier angezeigt, die anderen Quests, die wir noch alle aktiviert haben. So. Was liegt denn da die ganze Zeit? Ich habe jetzt gerade einen erschossen. Hier ist das Soloband. Kurze Pumpgang gefunden. So, ich bin raus für heute. Ja, angenehme Nacht. Gleichfalls. Und ciao, ciao. Bis dann. Und tschüss. So, jetzt kommt das wunderschöne Hacken. Ich hab mir jetzt geskillt. Da sind Kronkorken unten in der Schublade, falls du sie nicht gesehen hast. Ich glaube hier schon. Zettel.
Ah, Patronen, Munitionskiste. Da noch eine, geil. Hier hinten in der Ecke sind Munitionskisten. Okay. Bei mir. Nicht so. Moment, ich muss mal eben kurz, ich versuche gerade zu hacken und versuche mal alle die Wörter auszuschließen, die es nicht sein können. Das kann es noch sein. Das war es definitiv nicht. Ein Swing kann es noch sein. Fit kann es sein. Ich versuche es jetzt einfach, aber das sind so viele Möglichkeiten hier. Versuchung mit Improv. Auch keine Treffer. Okay, toll. Viermal verkehrt, also gesperrt. Ich wurde angegriffen von einem Spieler und deswegen wurde auf ihn Kopfgeld ausgesetzt. Echt? Wo ist er denn? Weiß ich nicht. Boah, jetzt ist. Achso, wenn ich ihn jetzt zurück angegriffen hätte, dann. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Also hier oben rechts ist die Munition. Ja. Sind überall Kisten. Schlafsack auch oder Seesack. Mhm. Und hier hinten ist auch noch eine Kiste hier. So, Holoband anhören. Persönliches Aufsehertagebuch. Ich war in der 11. Klasse, als ich die Nachricht erhielt, dass Mama gestorben war. Ein Bergbauunfall. In jeder Familie in West Virginia gab es so etwas. Man dachte nur immer, man würde nie selbst davon betroffen sein. Papa war am Boden zerstört. Ich hielt mich noch mehr in der Bibliothek auf als zuvor, obwohl ich sowieso schon fast dort gewohnt hatte. Und Evan. Evan. Ah, hier kann man. Mama hatte uns erst ein paar Monate vorher mit Schrott verwerten. Hatte ein Jahr vor mir die Schule beendet und sofort im Bergbau gearbeitet. So stattlich. Und diese Arme. Welches Mädchen aus West Virginia könnte dem widerstehen? Unglaublich, dass er bei mir geblieben war. Nach der Beerdigung wollte ich niemanden in meiner Nähe haben, aber er war da. Nach der Schicht kam er mit einer Lunchbox. Todeskrallenklaue, ja, die habe ich tatsächlich. Jeden Tag, als die Jobmesse stattfand und ich die Leute von Vault-Tec traf, war das wie eine Offenbarung. Familien beschützen. Ihre Zukunft beschützen, Amerika beschützen. Als ich meine Zulassung zur Vault-Tec-Universität bekam, ging ich als erstes mit Papa zu Mamas Grab. Er war froh, dass ich in West Virginia... Leuchtvisier, mit Leuchtvisier... 10mm Pistole, was ich hier alles im Inventar habe. Ich bin mich denn immer noch bitte? Überladen.
So, eigentlich sind wir schon wieder hier drin, schon wieder fertig, wa? Ja. In welch? Wo ist welch? Wahrscheinlich wieder am Arscher Heide, ne? Alter, auf der ganz anderen Seite der Karte. Bist du schon wieder draußen? Nee, ich bin noch hier. Ich bin hinter dir. So. Es gibt so viel zu erkunden in diesem Spiel. Oh, ist doch cool. Ja. Nee, das ist mir zu viel. Ich spiele das jetzt nicht mehr. Ja, nee, ist klar. Gehen wir raus? Ja, ich habe gerade auf die Quests oben geguckt. Durchsuche die Leiche. Ich weiß gar nicht, welche Leiche. Die ist draußen. Kann ich dir zeigen. Okay. Aber die lädt er aber schnell, du. Ja. Ich habe das auch auf der SSD. Ich auch. Achso. Meine SSD vielleicht schneller. Das kann sein, ja. Oder vielleicht bist du vorher reingegangen und ich hab's gar nicht mitgekriegt. Oder das. Was auch immer. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo wir hier sind. Ja, die Suche, also die Leiche war noch bei dem Haus, wo wir vorhin waren. Ja, ist noch ein ganzes Stück weg. Ja. Ne, dann komm, dann lass uns zum Flughafen. Dann können wir auf, ja, komm, auf Rückweg nochmal machen. Dann muss ich auch aufgehen. Dann wollen wir noch hin oder holst du vorher auf? Ja, wenn es nicht so weit weg ist. Gefühlt nicht. Ach, das wird eine ganze Horde hier. Scheiße. Ich brenne. Ich hatte doch eben irgendwie eine stärkere. Wann ist das? Also ich kann nicht sprinten. An alle Responder, hier spricht Sanjay. Vielleicht muss ich echt mal gucken, was mich so überlastet. Ich habe irgendwie immer noch nicht verstanden. Aktiviert ihn, wenn ihr in Morgantown seid, damit er sich um die Alarme in den Vorratsräumen kümmern kann. Sorgt dafür, dass er nicht zu stark beschädigt wird. Ich habe so schon genug Reparaturen am Hals. Scanne Responder, Notfall, Vorratsstandort M1. Alarmsystem entdeckt. Initiiere Ferninterface. Interface gesichert. Starte Testroutine. Achtung! Sicherheitssysteme sind während des Tests offline. Bitte sicherstellen, dass diese Einheit beschädigt wird. Thank you.
zum Schloss entriegelt, begebe mich zum nächsten Zielort. Feindliches Ziel identifiziert. Ach. Mann. Reparatur dringend erforderlich. Eitersack. Oh, hier sind Kronkorken zwischen. Ne, ich habe keine gefunden bei mir. Also hier waren welche. Achso, vielleicht. Hinter uns. Oh, keine Muni mehr, scheiße. Ich hab kaum noch Muni. Bitte melden Sie verdächtige Raider-Aktivitäten an die Raider. Die Raider nicht auf eigene Faust. Bürger, Sie können nun wieder ihren normalen Tätigkeiten nachgehen. Da kommt noch Muni. Und geben Sie sich zu erkennen. Bürgern wird kein Leid geschehen. Bitte Sicherheitsabstand halten. Operation der Responder läuft. Scanne Responder Notfallvorratsstandort M2. Alarmsystem entdeckt. Initiiere Ferninterface. Interface gesichert. Starte Testroutine. Achtung! Sicherheitssysteme sind während des Tests offline. Bitte sicherstellen, dass diese Einheit nicht beschädigt wird. Das war es jetzt so ziemlich komplett mit meiner Munition. Vorratsraum sicher und bereit für die Nutzung. Schloss entriegelt. Beginne Wartung bei Standortidentifikationsmarkierung. Die Responder suchen derzeit nach Freiwilligen für Sicherheit und ärztliche Versorgung. Begeben Sie sich zum Flughafen. Achtung, dies ist jetzt eine Gefechtszone. Ich habe nichts mehr. Ich bin jetzt völlig munitionslos. Thank you.
Ist noch da? Ja, ja. Achso, weil du eben gar nichts gesagt hattest. Nö. Also ich habe jetzt echt null. Nicht ein Tropfen Munition mehr. Ich kann jetzt nur noch mit der Faust kämpfen. Oh, ich bin jetzt aber auch gleich. Hoffnungslos überladen bin ich. Wo sind die anderen beiden, Hans? Wo ist, Leute? Hier ist noch einer. Ach nee, das bist du. Sorry. Okay. Achso, der ist auch durch mit seinem. Das war's. Das kannten die anderen wohl schon. Wahrscheinlich. Munition wäre trotzdem geil. Kann man an der Station Munition herstellen? Nee, das ist Bastel. Oder kann man da. Ach, das ist doch, da kann man Munition herstellen. Gott sei Dank. So da. Zwar, welche brauche ich? Kameras habe ich. Plastiklöffel. Das scheint man alles noch zu gebrauchen. Bisschen Munition wenigstens. So. Flughafen? Ja, ich muss jetzt gleich auf. Also wolltest du erst auf? Oder noch ja. So? Gut, alles klar. Dann lass uns doch hier drinnen aufgehen. Dann wissen wir wenigstens. Na, Jacke. Ja. Bisschen sicher sind. Ungefähr. Sicherung nehmen. Also Zahnräder, Schrauben, Kuchen. Blaue Farbe. Aber wer braucht schon die blaue Farbe? Okay. Gut, dann gehe ich hier jetzt auch raus.